Hört zu. Ihr wisst, ich will das Hauen und Stechen in der Stadt weitmöglichst eindämmen. Statt mit allen Mann einzufallen, stürmen wir allein den Tempel. In diesen engen Gängen hier können wir uns gut verteidigen. Traut ihr euch das zu? Ich bin einverstanden. Mein Volk soll von den Dämonen befreit werden und nicht umgekehrt. Bewegt euch! Was hängen wir hier noch rum und reden? Weil... Alle zusammen! Angriff! Tötet alles, was sich regt und lebt. Kurze Frage. Warum kriege ich die Gammeleinheiten? Was bestimmt, was hier berufen wird? Warte, ich möchte mal ganz kurz etwas ausprobieren. Entweder liegt das da, was passiert, wenn ich zurück zum Anfang gehe? Es sind dieselben Einheiten. Weil die Einheitenkollektion, die ich hier bekomme, am Heiler, geil. Alle anderen Einheiten, Bullshit. Außer den Rächer vielleicht. Sind das die Einheiten, die am nächsten dran standen am Dings? Oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ich mache erstmal eine Aufnahmepause. Eigentlich wollte ich Rüstungen und so verteilen. Weil die beiden Einheiten hier, die können wir unten stehen lassen. Die sind wertlos gegen die Einheiten hier. Naja, für mich gibt es einen kurzen Cut. Ich brauche eine Pause. Und nach der Pause sehen wir uns sofort wieder. So, zur für mich sehr früher Stunde führen wir jetzt unsere Reise fort. Ich habe ein bisschen umgebaut, was auch nötig war. Das ist die Standardeinberufung scheinbar. Wenn ich rausgehe und nochmal reingehe, kriege ich dieselben Einheiten. Ich habe es ausprobiert, deswegen habe ich jetzt versucht, die beiden hier so gut es geht auszurüsten. Der Verwüster geht jetzt hauptsächlich auf seine Fackel. Hier Enemy Resistance gegen Feuer geht etwas runter. Ansonsten ist es halt so das Beste, was ich hatte. Ich habe ihm noch eine Klauenwaffe hergestellt, eine ziemlich gute. Er hat auch eine Klauenwaffe. Eisenklauen, das Ende allen seien Seelenauslöschung und wegen dem Bewegungspunkt. Ich habe noch einmal Krallen übrig. Und zwar die ich dem anderen hergestellt habe. Der kann aus irgendeinem Grund keine Krallen benutzen. Gut, das sind Fänge. Aber ich hätte gedacht, Krallenwaffen gehen auch für Fänge. Tun sie scheinbar nicht. Genau, hier Eisenklauen. Knochenspalter. Eine sehr, sehr coole Waffe. Weiß nicht, was Erzürnung macht, aber... Die haben wir zur Verfügung. Und Deli hat ein neues Schwert. Und zwar das formidabel gewaltige erzteuflische Klinge allumfassender Vernichtung. Fähigkeit Aura allumfassender Vernichtung. Und die macht nicht, wie man meinen sollte, Schaden. Sondern sorgt dafür, dass Verbündete 10% bessere Resistenzen haben und 25% mehr Schaden machen. Irgendwie so. Rüstung, Blutrache, Handschuhe. Ich für sie vielleicht noch einen Helm oder Stiefel? Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Naja, besser als nichts. Habe ich noch Stiefel? Plänkler. Bringen wir nichts. Will meine Arkanresistenz auch nicht runterschrauben? Nee, ich glaube... Die Handschuhe, die ich habe, was sind die Eishandschuhe? Wir könnten für sie noch was basteln. Rüstung, Schuhe. Erhellen, nein. Blutrache klingt gut. Ne, Mastodon stelle ich her. 2 mehr Schaden und mehr Hitpoints. So, denn hier oben kommt schon das Ungemach.
Wir verfügen zum Glück über zumindest ein paar gute Einheiten. Der hier war schon immer gut, der hat jetzt auch ein Schwert, der Daddys altes Schwert bekommen. Moment, ich möchte euch beide heilen, weil ihr Hitpoints dazu bekommen habt. Wir verdienen minus 4 Gold, das finde ich schon mal geil. Oh. Ups, da ist noch, weil ich was ausprobiert habe. Einen Moment mal kurz. Genau. Ein bisschen schnell. Ich glaube, ich hatte es auf 1,5. Ich weiß nicht mehr, worauf ich es stehen hatte. Probieren wir mal das aus. Krux hat schon mal ordentlich was abgekriegt. Wie kannst du es wagen, sterbliche Kreatur? Du hast hier nichts zu fragen, ordinärer Dämon. Naja, wir hatten es schon noch ein bisschen schneller. Ich habe einen Kollegen von mir, der zu Besuch war, habe ich ein bisschen was bei Westnote gezeigt. Und also den großen Fight von letzter Folge hatte ich ihm mal gezeigt, live. Und da habe ich die Züge ein bisschen beschleunigt. Du machst nur 7 Schaden. Ne, wir hatten das noch schneller stehen. Geschickter mit Bogen. Ist auf dreifach stehen. So. Dem sein komischer Nahkampfangriff ist auf jeden Fall schon mal nicht so geil. Ja, verlangsamt gefällt der mir eindeutig besser. Ja, so ist gut. Solange er verlangsamt ist, kann er uns auch nicht viel tun. So, Preisfrage, oben oder unten rum? Gute Frage, nächste Frage. Ich muss dafür sorgen, dass die hier beide Heilung kriegen. Ich lass mal Vritra unten erkunden. Ah, okay. Da läuft das wieder zusammen. Dämonen! Ich weiß gar nicht mehr, wer zu der Stimme. Dämonen! Zernichtet euch selbst, ehe wir euch zunichte machen. Erspart euch diese Schmach. Es war nicht ganz so wie letztes Mal. Vielleicht sollte ich mal einen Schluck trinken. Es tut mir leid, es ist unfassbar warm hier. Ah, ich habe vergessen, vor der Folge etwas zu trinken. Tut mir leid. Ich bin jetzt einfach mal so dreist. So. Gehen oben rum, die können wir sehr gut einkreisen. So. Lasst ab von dem entweihenden Gebaren, dann mag ich deine Sippe schonen. Das Überleben meiner Sippe bestimmen nicht die Dämonen. Da war irgendwie Fehler.
Aber die macht mittlerweile ganz gut Schaden. Das muss man ihr lassen. Aber die Dämonen... haben auch kein schönes Leben. So, Deli tötet jetzt den hier. Und unsere Spinne. Er schafft es nicht, den Typen da zu töten. Tötest du den halt. Okay, so. Wir müssen ein bisschen was gegen das Minusgold unternehmen. Jetzt haben wir wenigstens schon wieder 0. So, Krux bestimmt das Tempo, weil der muss geheilt werden. Wie lange müssen wir wohl noch durch Gelasse voll grausiger Dämonenkunst jagen? Ah. Solange es nur so ein paar sind, sehe ich das Problem ehrlich gesagt nicht. Okay, das sind schon mal ein paar mehr. Ich denke, da wollen wir... die hier erwarten. Indem wir uns so aufstellen. Jetzt kämpfen immer zwei Einheiten. Ich kann drei Einheiten gleichzeitig aus dem Kampf raushalten. Und es kämpfen immer zwei gegen einen. Das ist, denke ich, ein ganz guter Fleck zum Verteidigen. So. Daddy stelle ich hier hinter, dass sie die anderen drei unterstützt. Krux hat im Gegensatz dafür Heilung. So. Ihr dürft die Heiligen Kammern nicht betreten. Ihr stört das Fludium heiliger Ahnung. Ich vermittle dir eine Ahnung von meinem Fludium. Du wagst es, die Waffe gegen mich, einen Fürsten des Zwielichts, zu erheben. Ja. Ziemlich eindeutiges Ja. Definitiv tun wir das. Na komm. Ich will nur nicht, dass er viel Schaden erleidet. So, 36. Das können wir noch ein bisschen erhöhen. Und du wirst geschickter mit Schwert. Oder nee, wir machen mal Kenntnis des Erbes. Das würde mich schon interessieren. So, die beiden hier sind jetzt zwar schwächer, aber dafür kriegen sie nächste Runde Heilung. Okay. Da hat wohl einer Kampfrausch. Da hat ganz sicher einer Kampfrausch. Okay, dann werden wir doch etwas aggressiver vorgehen müssen. Und dem da gehöre ich einen reinboxen. So, der ist tot. Geschickter. Nein, 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 Moment. Aufstiegspfad. Ein Glück, dass es diese Option gibt. Kenntnis des Erbes wollte ich bei ihm machen.
So. Gezügelter Kampfrausch. Dann stelle ich den Milzkuri als Verteidigung da auf. So. Natürlich. So klar, dass der irgend sowas abzieht. Ja. Warte, der hat 0 Lebenspunkte. So. Schneller abfackeln. So. Muss den eigentlich ganz dringend töten, diese Runde. Aber daraus wird wohl nichts. Amulett der Vernunft. Das ist ein gutes Amulett. Ja, das dachte ich mir. Es wäre ein schönes Amulett gewesen, sagen wir es so. Naja. Das war übel. So, und jetzt gucken wir, dass wir genau den da töten. Du bist neutral, also es ist egal, wo du stehst. So. Wissensbisse wecken. Und den hinterlistigen Angriff natürlich ausnutzen. Tötet ihn doch endlich. So, der ist jetzt auch hinterlistig. Der da oben gefällt mir nicht so ganz, aber Argob. Aber Argob hat nichts erreicht. So, ich würde den gerne am Leben lassen, dass der Ork den töten kann. Okay, dann lasse ich ihn wohl nicht am Leben. Nichtsdestotrotz muss ich hier mal ein bisschen Heilung verteilen. Was ist das? Ein Obsidian. Frag mich halt echt, warum sie nicht die guten Soldaten mit reingenommen haben. Ich meine mal abgesehen von sich selbst. So. Wir gehen wieder zwei Wege. Bewegungspunkte. Der hat jetzt 8 Bewegungspunkte.
Nicht einmal bei den größten Zeremonien war ich so tief im Inneren des Tempels. Da guckst du mal. Zwei gegnerische Einheiten, aha. Dann sollten wir mal machen, dass wir hier auf Angriffsreichweite mit dem Rest kommen. So. Was habt ihr hier zu suchen? Selbst in Begleitung der Tochter des Königs ist eure Anwesenheit ein Sakrileg, wie es schändlicher nicht sein könnte. Was hast du dann hier zu suchen? Auch noch in einem Fort. Du bist ein pausenloser Sünder. Wie könnte ich, ein Fürst des Zwielichts, ein Sünder sein? Dämonen sind von Natur aus böse und versündigen sich zu aller Zeit. Fürs tu nicht gut. Ihr wisst also, ihr wisst eindeutig zu viel. Wisst denn, dafür müsst ihr sterben. Habe ich nicht so viel von gespürt. Grauenerregend. Angriff wird der Vergeltungsstärke des Gegners um 33% abgeschwächt. Das ist natürlich. Oder Führungsqualitäten einer Einheit Stufe 4. Ich hoffe, dass der noch höher kann als Stufe 4. So. Jetzt schwächen wir den noch ein wenig. Und dann... schlägst du häufiger mit deinen Klauen zu. Okay. Die beiden da unten stecken irgendwie fest, habe ich den Eindruck. Also wie gesagt, ich möchte ihn nicht töten. Der wird sich wahrscheinlich jetzt eh selber töten. Der Rest von euch Spinnern hier kann schon mal gucken, was wir als nächstes tun. Ah, da kommen sie endlich. Wow, er hat sich nur zweimal treffen lassen. Respekt dafür. Das wird ihn töten, oder? Nein, wird es nicht. Wow. Ich greife den jetzt schon die wievielte Runde mit drei Leuten an? Ich will doch nur, dass er ihn tötet. Wow. Dein Angriff hat Treffsicherheit. Verhalte dich so. Na endlich. Das hat lange genug gedauert. So, jetzt bleiben wir hier schön ein Fleckchen außerhalb des Radius von denen stehen. Viel von Map ist nicht mehr übrig, ne? So, die beiden müssten den da eigentlich... ja, das dachte ich mir, dass das so schnell geht. Wow. Aber ein Insta-Kill. So, der schwarze Greifer. Nette Armbrust.
So, nur eine Richtung, in die wir gehen können. Würde mich gerne voll heilen, bevor wir da sind. Wir sehen schon, dass das dieselbe Richtung ist. Deswegen gehen wir unten rum. Sagt mal, so groß kann doch kein Tempel sein. Aha, Gegner spawnen aus dem Nichts. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als fair bezeichnen. Muss ich anmerken. So, jetzt gibt's hier Retour. Wen haben wir denn da oben? Kerkarus. Warum sind die der Dämon, den gegen den Vritra gekämpft hat, der war auch so ein Prophet. Schick damit Brandfackel. Ich mach den erstmal stärker. So, aber der eine Prophet wird für uns kein Hindernis darstellen. Ist halt die Frage, kommt der da ausgerannt wie so ein Berserker oder wartet der geduldig darauf, bis wir da sind, um ihn zu töten? Ich glaube, der wartet geduldig. Bis wir nah genug sind. Ja, nächste Runde ist er platt. Das finde ich ein bisschen traurig, dass sie sich teilweise halt dann einfach nicht wehren, weil ich meine, er hat sogar Kampfrausch. Bisschen schwächen muss ich ihn aber vorher. Wie viel Schaden machst du? Ja, das dachte ich mir, dass der den direkt one-shottet. Selbst das könnte schon zu viel für ihn sein. Na, knapp. So, wer kriegt die EP? Er kriegt die EP. Und wird noch besser mit seinen Klauen. Diese Kluft hier. Klettertritte führen in die Tiefe. Was mag da unten sein? Ein Lager? Ein Versteck? Es muss für die Dämonen wichtig sein, wenn es an diesem Ort ist. Wir sollten dem, auf den Grund gehen. Ich lege schnell einen kurzen Sturzflug ein. Nicht doch. Lass mich zuerst mit einem Tiefblick-Nachtsichtzauber die Lage dort sondieren. Ja, da unten verkriechen sich Dämonen. Nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, gehe ich kein Risiko mehr ein. Wir rufen unsere Truppe und bringen die Mission zu Ende. Ah, ich dachte, wir hätten hier drinnen aufgeräumt. Ich auch. Und weiter? Willst du die dort unten noch mehr Unheil ausbrüten lassen? Auf, runter! Ostmedaillon wurde aufgehoben. 1445 Goldstücke zusätzlich, das kann sich sehen lassen. Wir können alle wieder einberufen. Und zumindest unser Assassine ist jetzt ein bisschen besser geworden.